Hey YouTube, hier ist René von iPhone News Look. Ich denke, manch einer von euch hat sich schon gedacht, schade, dass auf iOS 6 die YouTube-App fehlt. Ja, die Standard-YouTube-App von Apple meine ich. Ja, ich zeige euch heute in diesem Video einen Weg, wie ihr die App wieder auf euer iPhone, euren iPod Touch bekommt. Ja, dazu brauchen wir Cydia und wir adden eine neue Source. Und zwar die Source heißt repo.cReport.ru. Ja, diese Quelle fügen wir hinzu und dann finden wir dort ein Paket, das nennt sich YouTube in Klammern iOS 6 Beta 4 Plus. Dieses Paket installieren wir und führen danach einen Respring durch und auf unserem Springboard Homescreen sehen wir die Original Apple YouTube App wieder. Sie funktioniert auch einmal frei. Wer die Apple YouTube App auf iOS 6 haben möchte, kann das hier wie im Video beschrieben machen und hat dann YouTube auf iOS 6. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Wünsche, schreibt sie in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht. Ich werde mich auch darum kümmern. Weiter geht's hier auch mit zwei Videos. Zum einen iOS 6 Unlock für iPhone 4 und iPhone 3GS und zum anderen Quick Emoticons Smileys für die iPhone-Tastatur. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ciao!